Hey Leute, Dennis hier, herzlich willkommen zur Bitcoin Informantia 955 heute am 25. August. Wir sprechen über Bitcoin-Werbung rund um den Globus und eine Aussage, die von einem bekannten Unternehmer kommt. Er sagt, investiere keinen Cent in Bitcoin. Und wir haben Neuigkeiten, was die Präsidentschaft angeht in den USA, rund um Brock Pierce. Wir starten mit dem Preis und ja, gestern haben wir es bis auf die 11.8 geschafft, da sind wir heute nicht mehr, wir stehen wieder bei 11.651, also es geht wieder ein bisschen runter, der Bitcoin kann sich nicht so recht entscheiden, wohin es geht, noch würde ich sagen, ist die Aufwärtsbewegung intakt, aber es steht glaube ich gerade so ein bisschen auf der Kippe, ob wir jetzt wirklich nach oben durchbrechen können oder nicht, bleibt die nächsten Tage erstmal spannend. Kommen wir aber jetzt zum ersten Thema, Bitcoin-Werbung auf der ganzen Welt. Ja, Bitcoin, wir wissen es, eine Kryptowährung ohne Intermediäre, niemanden, der Transaktionen zensieren kann, zensurresistent, eines der wichtigsten Eigenschaften. BTC gehört auch niemanden, ja, und es ist bisher, ich sag mal, relativ gut ohne Werbung ausgekommen. Ja, es steckt ja keine Firma hinter Bitcoin, deswegen gab es auch kein Marketingbudget und so weiter und so fort, sondern es sind immer irgendwelche Anhänger, Bitcoin-Fans oder Leute, die ein Bitcoin-Unternehmen haben, die dort Werbung machen. Ja, und wir haben jetzt wirklich ja einiges an Werbung gesehen für Bitcoin, denn es sind viele, viele Unternehmen groß investiert mittlerweile im Kryptobereich und wir hatten jetzt eine interessante Werbung in der Hongkonger Boulevardzeitung. Apple Daily, der Gründer von Apple Daily, der wurde von den Behörden verhaftet. Es ist eine ganzseitige Anzeige auf der Titelseite, wo Bitcoin beworben wird zur Umgehung von Bankgeschäften und zur Nutzung von politischen Aktionen. Das heißt in der Anzeige, Bitcoin diskriminiere nicht aufgrund von Geschlecht, Nationalität oder persönlicher Überzeugung. Es wurde hinzugefügt, dass Bitcoin digitales Geld ist, nicht von der Regierung ausgegeben oder kontrolliert wird, dass man zensurresistent Transaktionen senden kann. Und ja, für Hongkong ist das natürlich eine ganz interessante Geschichte. Denn wir wissen, was in Hongkong los ist. Es gab massenweise Proteste mit den ganzen Maßnahmen, die China dort durchdrücken will. Und die Frage ist halt, wer hat diese Anzeige in Apple Daily geschaltet? War es derjenige, der verhaftet wurde, oder war es Apple Daily selbst? Gute Frage. CEO von Apple Daily ist ein prominenter Befürworter der Demokratie. Und das ist natürlich in China nicht gern gesehen, ja. Also er ist auch ein China-Kritiker. Ja, wer weiß, warum er verhaftet wurde letztendlich. Aber der Bitcoin hier zu bewerben als politisches Instrument kann ich natürlich gut nachvollziehen. Dann haben wir eine Anzeige in Indien gesehen, wo ein Exchange in der Economic Times hier Werbung für Bitcoin macht. Also in Indien war es ja auch immer ein Hin und Her. Ist Bitcoin jetzt verboten? Wird es verboten oder nicht? Und jetzt sehen wir hier eine fette Anzeige in den Indian Economic Times. In den USA haben wir fette Werbung gesehen von Grayscale Investments. Nach der Werbung hatte Grayscale die größte Einzahlungswoche für ihren Bitcoin Trust. Und ja, wir sehen immer mehr Werbung in Print und Medien für Krypto und ich glaube, das ist erst der Anfang, weil viele, viele Menschen kennen es vielleicht, haben Bitcoin schon mal gehört, aber wie viele haben Bitcoin? Das sind ganz, ganz, ganz wenig Menschen, ja, die wirklich hier dieses Asset halten. Kommen wir zum zweiten Thema, nämlich Ryanair CEO Michael O'Leary. Der hat gesagt, vermeide Bitcoin auf alle Fälle, ja, lass die Finger von Bitcoin. Und er hat gesagt, Bitcoin ist ein Ponzi-Schema, ein Ponzi-System. Und er sagt, ich habe niemals und werde niemals einen Cent in Bitcoin investieren. Ich glaube, es ist ein Ponzi-System und ich empfehle jedem auch die Finger davon zu lassen und diese Story zu ignorieren. Ob er jetzt wirklich Bitcoin per se meint, das ist eine gute Frage, denn ich glaube, er spricht eher über einen Krypto-Scam, nämlich der nennt sich Bitcoin Lifestyle. Die haben eine Promotional-Kampagne mit ihm als Kopf gefahren in einer einem Fake-News-Artikel, wo es heißt, hey, der berühmte CEO von Ryanair, Michael O'Leary, investiert hier in Bitcoin Lifestyle. Das ist ein Trading-System, wo
wir für dich Gewinne realisieren. Und ja, ich glaube eher, dass er das meint. Und da hat er natürlich recht. Das ist ein System, was einfach nur die Kohle von den Leuten abgreift. Das kennen wir ja immer wieder. Der Bitcoin-Code. In Deutschland haben wir viele Sachen gesehen, wo Dieter Bohlen oder auf Höhle der Löwen irgendwelche Bitcoin-Systeme promoten. Es werden einfach von diesen Leuten dann ja prominente Köpfe genutzt, um halt die Massen dazu zu bewegen, hier in solche betrügerischen Systeme einzuzahlen, wo das Geld dann ja letztendlich verschwindet. Und das ist ja ganz normal in der Krypto-Szene. Für ihn natürlich nicht so normal, wenn man sein Gesicht da sieht, kann ich gut verstehen. Aber das wurde mit vielen, vielen Prominenten gemacht und ist immer wieder natürlich eine ganze Geschichte. Und letztendlich, eins ist klar, wenn du ein Geld aus der Hand gibst, ja, und in so ein System steckst, da musst du wissen, hast du keine Kontrolle mehr über das Geld. Und oft sind solche Systeme, die mit irgendwelchen Prominenten werben, einfach nur Scam. Also das müsste jeder natürlich selber für sich entscheiden, was er mit seinem Geld macht. Aber es ist etwas, was leider in der Kryptoszene ganz normal ist. Ja, und da hilft einfach nur der gesunde Menschenverstand. Kommen wir zum letzten Thema. Akon, der Sänger und Unternehmer, der unterstützt jetzt den Präsidentschaftskandidaten Brock Pierce, der ja großer Krypto-Fan ist und will ihm helfen, ja, 2020 da ein bisschen Bambule zu machen für die ganze Präsidentschaftswahl. Und er wird hier sein Chief Strategist. Und die haben anscheinend ganz guten Draht, die zwei. Brock Pierce, hat jetzt keine Partei im Hintergrund. Und er möchte gegen Joe Biden und Donald Trump hier antreten. Und ich glaube, er nutzt die Plattform natürlich auch, um Krypto ein bisschen bekannter zu machen. Und Akon ist auch jemand, der ja stark sich für Krypto einsetzt und wirklich hier, ich sag mal, ganz gut reinpasst auch in die ganze Geschichte. Denn Akon ist auch sehr bekannt. Er hat ja im Senegal, baut er ein Krypto-Projekt mit Akon. Das heißt Akon City mit seinem eigenen Coin, beim A-Coin. Ja, ein Utility-Token in Afrika, der dann in Akon City umgesetzt werden soll. Also es passt ganz gut. Und ja, Brock Pierce möchte wirklich den beiden Kandidaten Trump und Biden so viele Stimmen abnehmen, dass vielleicht ja es eine keinen klaren Gewinner gibt und so, dass halt dann das vom US-Haus vom Representative entschieden werden muss. Ob er das dann letztendlich schafft, ja, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, mein Gefühl sagt mir, dass Donald Trump wieder gewinnen wird, auch zu Recht gewinnen wird. Wenn man sich die deutschen Medien anguckt, die bashen den Trump, die haben eine sehr einseitige und negative Berichterstattung. Und Studien haben auch gezeigt, dass Deutschland das Land ist, was am schlechtesten und mit den meisten Negativbeiträgen über Trump berichtet. Wobei Trump natürlich in Amerika viele, viele Anhänger hat. Ich habe mit vielen Freunden in Amerika gesprochen und die sind auch alle der Meinung, dass Trump gewinnt. Wir werden sehen, es wird auf jeden Fall spannend. Nichtsdestotrotz wünsche ich Brock Pierce viel Erfolg. Er ist ein Krypto-Fan, ein Krypto-Anhänger und es wäre eine Sensation, sollte er hier es schaffen, wirklich einige Staaten, Bundesstaaten da für sich zu entscheiden. Ja, aber ich persönlich sehe das aktuell nicht. Aber wer weiß, alles ist möglich. Ja, zum Schluss guck mal, Marktschema 366 Milliarden, Bitcoin Dominance 59% aktuell und noch leuchtet der Bitcoin grün, aber ich sehe, jetzt wo ich die Seite aktualisiert habe, er ist leicht im Minus und 0,2% und in Top 10, ja, da ist jetzt nicht so viel Bewegung drin, einige Coins sind leicht im Plus, einige leicht im Minus, aber keine großen Bewegungen. Top Gewinner zu gestern ist Kusama mit 46% und Aave mit 31% Kurs plus Top-Verlierer. Das ist Ampleforth mit über 10% Minus. Also Leute, das war es von mir. Ja, was soll ich sagen? Lasst mir ein Like da. Ja, gebt mir einen Thumbs up, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Ja, so ist es. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin wie immer, mal die Dude, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam. Give us a Bitcoin to save.